Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Schilling, herzlichen Dank für die wohlwollende Vorstellung. Und ich will versuchen, in der knappen Zeit, so dass ich meinem Kollegen Dietrich Korsch nichts wegnehme, zu diesem Thema etwas zu sagen, was einerseits philosophisch aufklärend ist und andererseits aber auch das Thema, nämlich die Beziehung zur Reformation, deutlich macht. Im Ankündigungstext, meine Damen und Herren, haben Dietrich Korsch und ich den Titel unseres Doppelvortrags so begründet, dass einerseits verständlich werden kann, warum sich eine Akademie der Wissenschaften mit dem Thema des Glaubens befasst. Und andererseits haben wir anzudeuten versucht, dass es keineswegs der Vorgaben eines Jubiläumskalendariums bedarf, um sich an die vor nahezu 500 Jahren in Gang gekommene Reformation zu erinnern. In dieser Reihenfolge werde ich auch meine knapp gefassten Überlegungen vortragen und sie dabei so zuspitzen, dass, wie ich hoffe, Dietrich Korsch nicht nur Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung, sondern auch zum Widerspruch hat. Das gilt auch für die drei ganz kurzen Bemerkungen zur philosophischen Bedeutung der Reformation, mit denen ich meinen Vortrag eher abrupt als verbindlich schließe. Die Titelbegriffe unserer Beiträge Glaubensgewissheit und Weltvertrauen bedeuten nicht einfach dasselbe, obgleich man sie natürlich so auffassen kann. Wichtig ist mir vor allem, dass sie keinen Gegensatz anzeigen. Ihre Verknüpfung mit einem Und soll kenntlich machen, dass sie nicht selten antithetisch verstanden, genuin menschliche Fähigkeiten des Glaubens und des Wissens sich im üblichen Sprachgebrauch keineswegs unvereinbar gegenüberstehen. Sie gehören vielmehr notwendig zusammen. Das ist, so meine ich, eigentlich offenkundig. Vielleicht ist das der Grund, warum das so vielen nicht bemerkenswert erscheint. Mir hingegen liegt daran, den Zusammenhang zwischen Glauben und Wissen ausdrücklich zu machen. Kein Wissen, meine Damen und Herren, reicht aus, um allein auf die gegebenen Kenntnisse gestützt, auf verlässliche Weise und mit der erforderlichen Überzeugung zu handeln. Wissen ist nicht nur begrenzt, es kann sich nicht nur als falsch erweisen, sondern es ist von vornherein auf Zuwachs, Ergänzung und Korrektur angelegt. Wissen setzt, wer sein Handeln auf das Wissen gründet, vertraut darauf, dass es zutrifft und er nimmt an, dass es etwas bewirkt, zumindest, dass es verstanden werden kann. Wann immer der Mensch genötigt ist, über sein aktuelles Wissen hinauszugehen, verlässt er sich auf dessen Richtigkeit und erwartet, dass dies auch in naher Zukunft, zumindest in naher Zukunft, nicht anders sein wird. Und da das stets der Fall ist, sobald jemand im Vertrauen auf sein Wissen handelt, muss er, und das ist jetzt wichtig, muss er an sein Wissen glauben. Zumindest an den Grenzen des Wissens ist der Mensch zum Glauben an die Richtigkeit und Brauchbarkeit seines Wissens genötigt. Doch das ist nicht alles. Denn der Glauben ist schon wirksam, wenn wir uns überhaupt auf das Wissen einlassen. Die Tatsache, dass wir es nicht bei Ahnungen und Vermutungen belassen, sondern bereits an Wissen interessiert sind, zeigt seine Bedeutung an. Dieses Interesse ist zwar durch eine Reihe guter Erfahrungen bestätigt, die aber stehen nicht in allen Fällen zur Verfügung. Auch die auf genaues Wissen gerichtete Neugier ist empirisch nicht ausnahmslos als vorteilhaft ausgewiesen. Ikarus und Ödipus sind dafür Beispiele schon in der Mythologie. Deshalb ist grundsätzlich ein Glauben an das Wissen erforderlich und das in der Regel schon, wenn wir uns nur darum bemühen. Das ist nicht nur bei Wissenschaftlern so, sondern bei allen Menschen, die wissbegierig sind oder glauben, etwas Wichtiges mitzuteilen zu haben. Erst recht bei jenen, die Zeitungen
und Bücher lesen, Nachrichten hören oder gar bei solchen Zeitgenossen, die sich die Mühe geben, sich einen Vortrag anzuhören. Es mag, meine Damen und Herren, verwundern, dass hier von Glauben die Rede ist. Man könnte es auch bei den geläufigen Begriffen des Vertrauens, der Überzeugung, der Annahme oder der Erwartung belassen. Der Bedeutungshof dieser Termini ist natürlich groß. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir nicht nur mit Blick auf das, was in Kirchen, Tempeln oder Moscheen geschieht, von Glauben sprechen. Die meisten glauben sogar, dass der Tag ein Ende hat und dass es einen Morgen gibt. Davon, dass man auch glauben kann, es werde morgen gutes Wetter geben, einmal ganz abgesehen. Offenbar ist der Begriff des Glaubens vieldeutig und gerade deshalb, meine Damen und Herren, unverzichtbar. Von ihm ist in unserer Sprache mindestens so häufig die Rede wie von Erwartung, Meinung, Überzeugung oder Hoffnung, alles Ausdrücke, mit denen Glauben sich mehrfach überschneidet. Der Vorzug des Glaubensbegriffs liegt in seiner Reichweite. Zum einen mit dem möglichen Bezug auf die gerade schon hervorgehobene innere Gewissheit, die man sich insbesondere unter äußerem Zwang unter keinen Umständen nehmen lassen muss. Zum anderen in seiner Ausdehnung bis hin zu den Grenzphänomenen des Daseins und der Welt. Die Spannweite von nachdrücklichem Bezug auf das existenziell insistierende Ich bis zum universellen Ganzen des Daseins ist nirgendwo so ausgeprägt wie in der humanen Fähigkeit zu glauben. Um die besondere Beziehung zu akzentuieren, die der Glauben zum Wissen hat, definiere ich ihn als Einstellung zum Wissen. Glauben als Einstellung zum Wissen. Dafür sprechen viele Gründe. Ich nenne nur die Tatsache, dass Glauben vor allem in seinen ausdrücklich religiösen Ausprägungen stets ein Wissen voraussetzt, das zumeist in traditionsreichen Lehren überliefert ist, ohne freilich dabei auch schon auf Dogmen angewiesen zu sein. Außerdem erinnere ich daran, dass sich der Glauben sprachlich in denselben grammatischen, semantischen und logischen Formen äußert wie das Wissen. Im Übrigen zeigt er sich wie das Wissen in der Sicherheit und Entschiedenheit des Handelns, gerade dann, wenn es Anlass zu Zweifeln gibt. Man glaubt jedoch nicht einfach nur an das Wissen, sondern vornehmlich auch an die Bedingungen seiner Wahrheit und seiner möglichen Bestätigung. Im Ganzen muss man auf sich selbst wie auch auf die Welt vertrauen. In der hier gegebenen Reichweite ist man dem religiösen Glauben bereits sehr nah und bereits hier liegen Glaubensgewissheit und Weltvertrauen nahe beieinander. Dafür spricht, dass es auch exponierte Formen einer sich nicht religiös verstandenen Form des Glaubens gibt. So kennen wir offenkundige Glaubensdimensionen, die den skeptisch eingestellten, nur auf positives Wissen setzenden Menschen darüber aufklären können, dass auch er in seinen Einstellungen zu sich, zur Welt und zu seinem Wissen ohne Glauben gar nicht auskommt. So gibt es, ich zähle nur drei Beispiele auf, den moralischen Glauben, der auch den an die eigene Freiheit einschließt. Zweitens den humanitären Glauben, der heute auch den an die Geltung des Menschenrechts einbezieht. Und es gibt den kulturellen Glauben, zu dem die Wertschätzung des Schönen sowie die Achtung vor Bildung, Kunst und Wissenschaft gehören. Dazu gehört auch, um nicht nur von den höchsten menschlichen Leistungen zu sprechen, der bei Eltern und bei Lehrern verbreitete Glauben, dass Erziehung etwas nützt. Die Aufzählung ist nicht auf Vollständigkeit angelegt. Sie schließt auch nicht aus, dass sich die genannten Glaubensformen gegenseitig überschneiden. Schließlich muss eingestanden werden, dass es fließende Übergänge in weitere spezialisiertere Formen des Glaubens gibt. Vor allem aber gibt es die jede soziale, politische, kulturelle Spezialisierung hinter sich lassende Form
des religiösen Glaubens. Die reservierte Aufnahme meines Vorschlags, Glauben als Einstellung zum Wissen zu verstehen, hat vermutlich damit zu tun, dass bei den für den religiösen Glauben zuständigen Personen und Institutionen die Ansicht vorherrscht, der Vorschlag werde die spirituelle, über alles Irdische hinausgehende Kraft des religiösen Glaubens auf das triviale Niveau alltäglichen Verhaltens hinunterziehen. Oder es könnte zu einer rein privaten Angelegenheit werden. Doch diese Gefahr sehe ich weniger bei mir als beim geistlichen Personal der etablierten kirchlichen Einrichtungen, sofern sie den Glauben mit der Übernahme der von ihnen vertretenen Lehrinhalte identifizieren. Deshalb betone ich, dass die Definition des Glaubens als Einstellung zum Wissen, wie kaum eine andere erlaubt, die Besonderheit des religiösen Glaubens mit seiner gleichermaßen universellen wie existenziellen Reichweite kenntlich zu machen. Und sie schließt wie beim Wissen ein, dass Verständigung und ein gemeinsames Handeln nicht nur das Wissen, sondern eben auch den Glauben stärken. Darauf beruht, um nur ein Beispiel zu geben, auch die Überzeugung, dass Akademien nützlich sind. Der religiöse Glauben hat seine Besonderheit in der Ausrichtung auf das Göttliche als Sinn des Sinns. Sein Ursprung liegt im Leibhaftigen und Alltäglichen unserer Sinnfragen. Und er zielt auf die letzten von Gefühl und Vernunft geleiteten Fragen unseres Daseins. Dass sie dabei die theologisch so umstrittenen Fragen nach der Analogie zwischen Mensch und Gott oder nach dem Verhältnis von Gott und Welt philosophisch zu beantworten verspricht, sei nur am Rande vermerkt. Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem sogenannten Dasein oder dem Ort des Göttlichen. Das Göttliche kann es, wenn es denn, so meine ich, Bedeutung haben soll, so wie dass es gegenwärtig und auch wirksam sein soll, ohnehin nirgendwo anders geben als in der Welt. Schließlich muss man es nicht bei der Rede vom Göttlichen belassen, sondern kann es auch als kulturell und individuell gut begründet ansehen, das Göttliche nach Art einer Person anzusprechen. Denn wenn wir selbst in der Annahme einer uns umfassenden Welt, von der in keiner Erkenntnis und in keinem Wissen preisgegebenen Analogie zu uns selbst ausgehen, ja, wenn wir selbst dann von dieser Analogie nicht loskommen, wenn wir das All als unendlich oder gar als sinnlos bezeichnen, können wir es auch niemandem verdenken, meine Damen und Herren, wenn er sich das Ganze, in dem er seinen Sinn sucht und vielleicht sogar findet, nach eben der Art vorstellt, in der er sich selber versteht. Um es in aller Schärfe zu sagen, wenn ein Mensch die Kühnheit besitzt, die Ansammlung von Molekülen, Stoffwechselvorgängen, sozialen Stereotypen und wüsten Träumen, ich will niemandem zu nahe treten, wüsten Träumen, die zu jedem zutiefst vertrauten Bündel von Empfindungen, Gefühlen und Begriffen gehören, das wir normalerweise Mensch nennen, wenn es also dieser Mensch wagt, sich als Person zu bezeichnen, dann kann es ihm auch nicht als Naivität oder Maßlosigkeit ausgelegt werden, wenn es ihm ein Bedürfnis ist, das bedeutungsvolle Ganze seiner immer auch in ihm selbst wirksamen Welt als Gott anzusehen. Wer an diese Bedeutung der Welt und sein Dasein nicht nur in der Kategorie des Göttlichen, sondern unter dem Namen eines Gottes glauben kann, der hat das Glück, aber freilich auch die Last, in einer eine große Kultur tragenden und, wie es beim Menschen nicht anders sein kann, Tragödien einschließenden Tradition zu stehen.
die den gleichermaßen emotionalen wie rationalen Vorteil hat, dass der Mensch sich als Teil eines Ganzen versteht und sich zugleich diesem Ganzen selbstbewusst gegenüberstellen kann. Wo immer dies geschieht, meine Damen und Herren, ist das ein eminentes Ereignis. Dessen Bedeutung wächst, je mehr wir wissen und je eigenständiger und selbstbewusster wir auftreten. Der epistemische, also auf das Wissen bezogene und existenzielle Rang des Glaubens verliert sich auch nicht vor dem kritischen Bewusstsein eines aufgeklärten Menschen, wenn er sich denn, wie es Kritik und Aufklärung fordern, seinen eigenen Grenzen und damit der Grenzen seines Wissens bewusst ist. Das Ereignis des religiösen Glaubens besteht darin, dass sich notfalls auch nur ein einzelner Mensch als Ganzer dem Ganzen des von ihm erfahrenen Daseins gegenüberstellt und seine Erschütterung oder Verwunderung über die ihm hier gegenwärtigen Relationen nicht einfach übergeht, das kann man natürlich auch, man muss an gar nichts denken, sondern sich ihnen bewusst und nach Möglichkeit auch tätig gegenüberstellt. Diese Aktivität des Einzelnen liegt in seinem Glauben, der viele Formen annehmen kann und dabei nur unter einer Bedingung steht, nämlich ernsthaft und wahrhaftig zu sein. Abschließend, meine Damen und Herren, will ich in aller Kürze drei Anmerkungen machen zum Verständnis der Reformation aus philosophischer Sicht, und ich hoffe, dass ich Dietrich Korsch jetzt die Zeit nicht allzu sehr beschneide. Die erste, ich spreche von drei Bedeutungen, und wir können das in der Diskussion, wenn Sie es wünschen, natürlich auch noch ausführen. Die erste und zugleich größte geistesgeschichtliche Leistung Luthers sehe ich darin, dass er die bereits die Größe der christlichen Botschaft ausmachende Individualisierung des Glaubens mit der denkbar größten Schärfe kenntlich gemacht hat. Er hat das Band zwischen Wissen und Glauben nicht, wie manche meinen, zerschnitten. Im Gegenteil, hätte er das auch nur gewünscht oder gewollt, hätte er sich die Mühe der Bibelübersetzung, der Abfassung des Katechismus oder den Einsatz für die allgemeinbildenden Schulen sparen können. Auch sein Honestätsamt hätte er da natürlich aufgeben müssen. Luther ging es um das individuelle Verhältnis zu Gott, und deshalb musste er gegen die Macht einer Institution Einspruch erheben, die sich nicht nur in ihrem höchsten Amt, sondern auch in ihrer alltäglichen Praxis der Ohrenbeichte oder des Ablatzhandels, um nur zwei Beispiele zu nennen, zwischen Gott und das gläubige Individuum zu schieben suchte. Am Beispiel des Todes, das jeden ganz allein betrifft, illustriert Luther bereits in seiner ersten Predigt nach dem Zwangsaufenthalt auf der Wartburg, dass jeder Einzelne letztlich in derselben Verlassenheit stirbt wie Jesus am Kreuz. Spätestens hier kommen sowohl die Vorherrschaft des klerikalen Wissens wie auch die patriarchale Seelsorge durch die Kirche an eine Grenze. Denn hier bleibt dem sterbenden Individuum nichts als sein Glauben, der ein Glauben nicht mehr an den so oder so angenommenen Lauf der Dinge, auch nicht an ein pragmatisches Vertrauen auf den Fortbestand der Geschichte oder auf die Verlässlichkeit des Redens und Handelns, auch kein humanitärer Glauben an die Menschheit oder eine moralische Gerechtigkeit oder Gewissheit vom Fortbestand der eigenen Würde sein kann. Und dieses Ende des Wissens und das Vertrauen darauf, dass man gleichwohl im Glauben aufgehoben sein kann, macht dann schließlich auch verständlich, so sehe ich es jedenfalls, dass er in seiner Konzeption der Freiheit so entschieden von dem zu seiner Zeit vernünftigsten Freiheitsdenker, nämlich Erasmus, abweichen musste. Die zweite große Leistung Luthers sehe ich darin, dass Luther den Glauben an Gott über alle Sicherheiten des Wissens stellt. Die Haltung dem Wissen gegenüber ist durch das, und das sage ich ganz ausdrücklich, kritische Bewusstsein von den Grenzen des Wissens geprägt. Zwar bedürfen die Annäherung und die Vorbereitung auf den Glauben der Hilfen durch das Wissen, doch von Gott selbst
kann es nur, wie Luther immer wieder sagt, Zeichen geben, die der Mensch zu deuten hat. Das wichtigste Zeichen ist im Leiden Jesu Christi am Kreuz gesetzt. Davon wissen wir nur durch die, verzeihen Sie jetzt diese Beschreibung der Bibel, nur durch die Ansammlung von Zeichen in der Schrift. Alles andere bleibt der existenziellen Erfahrung des Einzelnen überlassen. Diese Offenheit ist die beste Einstellung auf eine sich rasch wandelnde, alle kulturellen Sicherheiten in Frage stellende Welt. Auch eben schon im Jahre 1517. Sie ist gut mit der kritischen Konzeption des Wissens vereinbar, wie wir sie spätestens in der Aufklärung und insbesondere bei Immanuel Kant kennenlernen. Und drittens, ich schätze den kulturgeschichtlichen Rang der christlichen Botschaft, die erstmals eine Religion der liebenden Verbindung sowohl mit dem Göttlichen wie auch der Menschen untereinander zu lehren sucht. Als derart, das weiß Luther, das nimmt er auf, diese Konzeption der liebenden Verbindung mit Gott und den Menschen, das schätzt er derart hoch ein, dass es in meinen Augen eine weltgeschichtliche Leistung ersten Ranges ist, diesen Glauben zu erneuern und ihm die unerschöpfliche Vielfalt individueller Kräfte zuzuführen und sie sowohl durch die Sinnlichkeit des gemeinsamen Gottesdienstes, durch den Gesang sowie durch die Vielfalt zunehmend gebildeter Talente zu fördern. Das ist Luther mit der Reformation, was sonst auch immer aus ihr geworden sein mag, gelungen. Die Ambivalenz dieser welthistorischen Leistung lässt sich abschließend am Hauptstück der Theologie des Reformators kenntlich machen, von dem zu befürchten ist, dass es im Jubiläumsbetrieb des Jahres 2017 vielleicht zu wenig, vielleicht auch gar nicht zur Sprache kommt, weil es Selbstbesinnung und einen respektvollen Umgang mit der Welt erfordert und der Selbstbestimmung des Menschen zu widersprechen scheint. Es ist die Gnadenlehre, die ich hier natürlich nur philosophisch bewerten kann. Sie ist Ausdruck der Tatsache, dass der Mensch sich nicht selbst geschaffen hat, sondern die Welt mit ihren Beständen und Gesetzen allemal vorfindet. Daran erinnert Luther, bevor der Wissenschaft treibende, Industrien aufbauende und nahezu alles restlos bewirtschaftende Mensch sich in der Position eines vermeintlichen Herrn der Welt hineinfantasiert. Das kann aus der Perspektive des Individuums wie auch in sicherer Erwartung der Zukunft der Menschheit eben nur scheitern, eine solche Vorstellung des Menschen als Herr der Welt. Und darauf, meine Damen und Herren, bezieht sich die Gnadenlehre oder besser gesagt, darauf bereitet sie vor, indem sie die Omnipotenzerwartungen von der Einzelne und ihre gesellschaftlichen und politischen Organisationen besessen sein können, schon im Keim erstickt. Für sie ist der Mensch ein Geschöpf unter vielen, das sich in seiner besonderen Verantwortung, Zuspruch und Kraft in einer es selbst korrigierenden Sinnerwartung verschaffen kann, aber in allem, insbesondere im Gelingen seiner Handlungen, von anderen Kräften und Gewalten abhängig bleibt. Nennt der Mensch das Unberechenbare und nicht Steuerbare seines Daseins, wie das heute eben üblich ist, Zufall, hat er aus der Position seines begrenzten Wissens natürlich unbestreitbar recht. Aber er vergisst seine ihm bereits im Glauben an Gott auszeichnende Fähigkeit, seine Unkenntnis über das, was hinter dem Zufall steht, durch Erwartungen und Hoffnungen zu humanisieren und sie so auch seiner intellektuellen Sorge zu unterstellen. Und das tun wir, wann immer wir etwa versuchen, an die nachfolgende Generation oder an politische Zukunft zu denken. Im Glauben an Gott treibt der Mensch seinen Hang zum antizipierenden Denken und zur vorsorglichen Umsicht zum Äußersten, aber dann lässt er in der An- und Hinnahme des Gottes in zu höchst wie auch zutiefst rationaler Weise
davon ab, ihm prinzipiell überlegene göttliche Kräfte seinem Kalkül als Mensch zu unterstellen. Es ist eben nicht erfindlich, worin der Ratschluss Gottes besteht. Hier, meine Damen und Herren, von Gnade zu sprechen, ist die nicht mehr zu überbietende Fähigkeit, aus der Erkenntnis der Grenzen der menschlichen Vernunft eine vernünftige, das betone ich, Konsequenz zu ziehen. Die Glaubensgewissheit ist eben damit das Welt- und Selbstvertrauen eines Menschen, der in den größten wie in den letzten Dingen entspannt sein kann, weil er eben für sie ganz sicherlich nicht mehr zuständig ist. Um so weit zu kommen, hat der Mensch sich in den Sinnfragen zu üben und sich dabei, wo immer es geschieht, aus den geschichtlichen Ereignissen den Zuspruch für die Entfaltung seiner besten Kräfte, der besten Kräfte seines Gemüts und seines Geistes geben zu lassen. Die existenzielle Unsicherheit wird im Ganzen durch den rationalen, weil notwendigen Begriff eines Gottes gebannt. Im Vertrauen auf ihn können wir uns auch unter höchst fraglichen Bedingungen mit ganzer Kraft den Problemen stellen, die wir mit unseren begrenzten Kräften erkennen und vielleicht sogar einer für uns einsichtigen Lösung zuführen können. Das ultimative Beispiel für eine solche mit aller Kraft erstrebten und erlittenen Selbstüberbietung im eigenen Dasein ist für Luther die Gestalt Jesu Christi, der im Scheitern am Kreuz und in der höchsten Verzweiflung über den auch ihm verschlossenen Willen Gottes sich dennoch in dessen Hände befiehlt. Das merke ich erst, wie theologisch ich geschlossen habe. Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber es war trotzdem richtig, wie ich jetzt geschlossen habe. Deswegen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Volker Gerhardt hat Ihnen das systematische Problem von Glauben und Wissen vorgeführt und hat dann einen Rückblick auf die Reformation geworfen, hat sozusagen den historischen Kontext angeschlossen. In meinem Vortrag gehe ich umgekehrt vor. Ich entfalte ein historisches Tableau und ziele auf systematische Konstellationen. Und es wird hoffentlich für Sie eine angenehme und auch reizvolle Aufgabe sein, diese beiden Vorträge, die in ihrer Anlage gegenläufig vorgehen, aufeinander abzubilden. Wir schauen, wie unsere Diskussion das aufnehmen kann. Wohl noch keines der Reformationsjubiläen der letzten 200 Jahre war so stark von dem Impuls geprägt, die Reformation in die Geschichte der frühen Neuzeit einzuordnen, wie dasjenige, was wir in diesem Jahr begehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein erster Grund liegt in dem gewachsenen Bewusstsein von der Interdependenz sozialer und politischer, geistiger und religiöser Faktoren in der Genese der Geschichte. Die methodische Konzentration auf eines dieser Felder führt alsbald in den Zusammenhang der anderen hinein. Keine Reformation ohne die durch den Buchdruck sich aufbauende Öffentlichkeit, so lautet etwa die prominente These von Thomas Kaufmann. Die Technik des Druckens und der Handel mit Büchern, das sind Voraussetzungen für den Erfolg der Luthersache. Ein zweiter Grund ist in der genaueren Kenntnis der spätmittelalterlichen Frömmigkeit zu sehen. Bereits vor Luther gab es, so die Auffassung von Volker Lippin, den Sie vielleicht gehört haben, religiöse Bewegungen vom Typ der Mystik, die sich auf das Innere des Menschen konzentrierten. An sie konnten die Theologie und die Frömmigkeitspublizistik Luthers anschließen und haben das auch getan. Ein dritter Grund findet sich in dem gegenwärtig ausgeprägten Bewusstsein von der Marginalität der Religion. Nachdem man zu früheren Zeiten die Religion selbst als Auslöser historischer Geschehnisse überbetont hatte, so als sei ein Wandel der Frömmigkeit zugleich ein Wandel der Kultur, wird sie inzwischen als Element der Kultur gesehen, als Variante
in den Modellen geschichtlicher Selbstauffassung, so kann man es etwa bei dem Historiker Heinz Schilling akzentuiert finden. Nun wäre es viel zu einfach, diesen Sichtweisen prominenter Historiker nur zu widersprechen. Zweifellos gehört die Reformation als ein Faktor in den Umbruch, den wir als Wechsel vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit wahrnehmen. Dass die Reformation durch und durch geschichtlich ist, das steht unverrückbar fest. Doch gerade wenn man das konstatiert, stellt sich die Frage nach der Eigentümlichkeit der historischen Erscheinung der Reformation und mithin nach der Eigenart ihrer geschichtlichen Wirkung. Dieser Frage werde ich in meinem ersten Gedankengang nachgehen. Wir werden sehen, dass der spezifische Charakter der Reformation nur dann zu begreifen ist, wenn man ihren theologisch artikulierten religiösen Grund ins Auge fasst und in Rechnung stellt. Wir werden dann aber auch gewahr, dass die Folgen der Reformation über die Geschichte der Frömmigkeit im engeren Sinne hinausgehen. Die soeben exemplarisch genannten Beispiele aktueller reformationsgeschichtlicher Forschung folgen grundsätzlich einem bewährten Muster der Geschichtsschreibung, das sich als Wechselspiel von Tradition und Innovation bezeichnen lässt. In der Geschichte bilden sich Traditionen aus, Modelle des Weltverstehens, Typen des Handelns, Konstellationen von Gefühlen. Sie dienen dazu, die Welt zu begreifen und zu gestalten. Diese Funktion erfüllen sie, weil sie sich keineswegs nur an der Vergangenheit orientieren, als stellte die Tradition nur die Schatzkammer des Gewesenen dar. Als symbolische Formen, mit Ernst Cassirer zu reden, sind die Mechanismen des Weltbewusstseins genereller und abstrakter als die Einzelfälle, die unter sie zu subsumieren wären. Die Tradition stellt vielmehr ein Potenzial zur Verfügung, Zukunft zu erschließen und zu bewältigen. Die Rückgriffe auf das Bewährte erweisen sich als Vorgriffe auf das Unbekannte. Die Schaltstelle zwischen beiden Perspektiven, dem gewissen Rückblick auf das Erreichte und dem erwartungsvollen Ausblick auf das Kommende, diese Schaltstelle ist in der Dynamik des menschlichen Handelns selbst zu finden, also in dem stets aktiven Bewusstsein, für den Erhalt des Lebens tätig sein zu müssen. Geschichte stellt sich als ein Prozess dar. Im Geflecht von Tradition und Innovation, das Leben in der Welt zu gestalten und in ihm zu bestehen. In dieses Modell fügt sich die spätmittelalterliche Frömmigkeit nicht nur ein. Man kann sogar erwägen, ob sie nicht zu diesem Rhythmus geschichtlichen Verstehens elementar beigetragen hat. Denn das auf Innovation ausgerichtete Handeln, das sich von der Tradition herkommen sieht, hat es auf alle Fälle mit zwei Problemen zu tun, die nach einer religiösen Deutung verlangen. Einmal geht es um die Realität des Ziels im Handeln. Es liegt auf der Hand, dass innovatives Verhalten mit einer gewissen Unschärfe hinsichtlich des konkreten Begriffs des Angestrebten und Kommenden rechnen muss. Wird das, worauf das Handeln aus ist, sich auch wirklich als ein Ziel darstellen lassen? Und so, dass es mit anderen Zielen vereinbar ist und so, dass es in den Horizont des gelingend Möglichen eingeht, also am Ende in das Reich Gottes als dem Inbegriff aller Zwecke. Das andere Problem, was im geschichtlichen Handeln auftaucht, ist das der menschlich verwirklichenden Kraft. Es sind ja wir, die humanen Subjekte, denen die Last der Verwirklichung auferlegt ist. Verfügen wir über die hinreichende Klarheit unserer Absichten, die nötige Stärke in unserem Handeln, das erforderliche Selbstvertrauen, die Verantwortung auch für ein Scheitern zu übernehmen. Es ist nun leicht zu sehen, dass sowohl im Blick auf das sittliche Ziel als auch in der Gewahrung des sittlichen Vermögens
das geschichtliche Modell der Verschränkung von Tradition und Innovation vor neue Fragen stellt. Nämlich vor die Frage nach der Einheit der Ziele und vor die Frage nach der Zuverlässigkeit der Subjekte. Und für beide Fragen hatte die spätmittelalterliche Frömmigkeit spezifische Antworten bereit. Die Zielgewissheit, so konnte man sagen, die Zielgewissheit resultiert aus der Vorgabe des Reiches Gottes, in dem Gott selbst der Herrscher und Richter ist. Am Ende der Zeiten wird es sich erweisen, in welchem Maße das von Gott Gewollte auch in der Geschichte verwirklicht wurde. Der Leitfaden für die Frage danach, was denn Gottes Wille jetzt ist, besteht in der Maxime, in allem Gott zuerst wirken zu lassen. Und über die Zuverlässigkeit der sittlichen Subjekte gibt es dabei keine Illusionen. Sie sind in ihrer breiten Mehrheit, mit Ausnahme der Heiligen vielleicht, zur Realisierung des Guten unfähig. Sei es, weil sie sich nicht um den rechten Weg kümmern, sei es, weil es ihnen die innere Konzentration und die Kraft fehlt. Darum müssen sich die geschichtlichen Subjekte ihrer Stärkung durch Gottes gnädigen Willen versichern. Sie benötigen immer wieder die Ansprache durch Gott und die Eingießung seiner Gnade, wie sie insbesondere in den Sakramenten geschieht. Diese beiden Aspekte, Zielvergewisserung und Zuverlässigkeitsverstärkung, hängen nicht nur begrifflich zusammen, sie sind auch in der geschichtlichen Wirklichkeit des späten Mittelalters miteinander verbunden, nämlich in der Kirche. Die Kirche ist es, die Gottes Reich als das Integral aller sittlichen Vollkommenheit verkündigt. Sie ist es, die Gottes Gnade durch die geistliche Stärkung der Subjekte in den Sakramenten vornimmt. Insofern wird der Rhythmus von Tradition und Innovation durch die Kirche konstituiert. Geschichte ist das Medium der Kirche in ihrer geschichtlichen Wirklichkeit. Allerdings sind mit diesem Modell auch Einschränkungen verbunden. Einmal bleibt das Reich Gottes als sittliches Ziel empirisch unerreichbar. Insofern steht es immer auch als Gesetz vor Augen, das auf das Moment des noch Unerfüllten verweist. Erst, so sagte man, das jüngste Gericht wird diese Ungewissheit zu einem Ende bringen. Darin bleibt dann der Unterschied zwischen dem religiös aufgebauten Ziel alles Handelns und der sittlichen Zweckbestimmung, die das menschliche Handeln orientierend begleitet, unaufgehoben. Die andere Einschränkung ergibt sich aus der Verfassung der Menschen, der sittlichen Subjekte. Auch dem Menschen, der sich doch auf dem Weg zu Gottes Reich befindet, bleibt die Erfahrung des Scheiterns und Versagens nicht erspart. Die stets von Neuem empfangene Gnade kann nicht darüber hinwegtäuschen, denn auch die Wirkung der Gnade vergeht und muss aufgefrischt werden. Erst das jüngste Gericht abermals bringt die Lösung, wenn nämlich Gott die im Leben erbrachte Anstrengung, die sich zugleich der Sakramente bedient hat, würdigend anerkennt, statt auf der Inkongruenz von Wollen und Tun zu insistieren. Das europäische Spätmittelalter erwies sich in dieser Hinsicht in der Aneignung des göttlichen Zieles im Gebot und in der Annahme der göttlichen Gnade im Sakrament als eine religiös ausgesprochen rege Epoche. Der religiös-sittliche Weg, wie er von der Kirche vorgestellt und vorgelebt wurde, fand Aufmerksamkeit und Anerkennung, was wiederum die Darbietung der kirchlichen Heilsmittel zugleich steigerte. Sakramente wurden verlangt und gespendet. Die Konversion von Buße durch Ablass wurde gefördert und gesucht. Dabei ergab sich das geschichtliche Bild eines Fortschreitens ohne Fortschritt. Das Handeln war auf ein Vorangehen eingestellt, eine potenzielle Verbesserung, natürlich. Die Handlungsresultate dagegen
konnten und sollten nicht den Eindruck erwecken, tatsächlich dem Reich Gottes näher zu kommen. Dieser Status wurde vielmehr der Endzeit vorbehalten, in der Gott alles in allem sein würde. Wie verhält sich nun die Reformation als Moment in der Geschichte zu diesem Rhythmus der Geschichte? Sie rückt, wie wir an der entscheidenden Weichenstellung Martin Luthers sehen werden, das ganze Modell in ein verändertes Licht. Sie ist nicht, wie man derzeit meistens mutmaßt, nur eine Variante dieses religiösen Modells der Geschichte. Sie ist dessen Unterbrechung und Vertiefung. Daher müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort ist ihr mit gar nichts geholfen. So lautet ein Schlüsselsatz in Martin Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen aus dem Jahr 1520. Daher müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes, und ohne Gottes Wort ist ihr mit gar nichts geholfen. An diesem Satz lässt sich die Eigenart der Ausrichtung menschlichen Lebens zeigen, wie sie durch die Reformation geschichtlich prägend wurde. Deshalb möchte ich mit Ihnen diesem Satz ein bisschen meditierend nachgehen. Mit dem Wort Seele, das selbst eine reiche philosophische Tradition besitzt, meint Luther diejenige Instanz im menschlichen Dasein, in dem sich das Selbstsein konzentriert, also die Verbindung von Selbstempfinden und Selbstbestimmung. In der Seele weiß der Mensch um sich und aufgrund ihrer versteht er sich aufs Handeln. Darum kann man die Seele als den Ort bezeichnen, von dem her auch die beiden vorhin genannten Aspekte geschichtlichen Lebens sich aufhellen lassen. Die Zielwahl mit ihrer Fluchtlinie ins Unendliche hinein und die Selbstgewissheit im Vollbringen des Gewählten. Nun meint Luther, die Seele könne alle Dinge entbehren. Das heißt zugespitzt, nichts in der Welt kann eine Orientierung der Seele zuverlässig übernehmen. Oder wie er sagt, negativ ausgedrückt, ohne Gottes Wort ist der Seele mit gar nichts geholfen. Nichts Weltliches also kann die Fragilität der Seele heilen, nichts kann ihren Mangel an Verwirklichungskraft kompensieren, stattdessen wird für beide Aspekte die Beziehung zum Wort Gottes als maßgeblich und grundlegend erachtet. Betrachten wir zunächst die negative Seite, nach der dem Menschen kein Ding nötig ist, wie Luther sagt. Es zeichnet ja das geschichtliche Selbstverständnis des Menschen aus, dass er sich in die Zukunft hinein entwirft. Das innovative Potenzial der Geschichte zeigt sich gerade daran, dass auf künftige Zustände abgezielt wird. Und die Kraft der Tradition erweist sich darin, dass sie diese Zukunft möglich macht. Nun hatten wir aber schon gesehen, dass die Verknüpfung der auf die Zukunft vorbereitenden Tradition mit dem auf Zukunft ausgehenden Handeln in der Spontanität menschlichen Tuns liegt. Diese Spontanität menschlichen Tuns ist, so sehr es sich von der Tradition und ihren Befähigungen leiten lässt, auf eine eigentümliche, man könnte fast sagen, rätselhafte Weise autonom. Folgte es nur den Vorgaben der Tradition, also den herkömmlichen Anwendungen von Erkenntnis und Wollen, dann gäbe es nichts wirklich Neues. Das, was künftig wäre, könnte nichts anderes sein als die Verlängerung der Vergangenheit. Darum bleibt auch das Reich Gottes, wenn man es als integratives Symbol für die Gesamtheit der weltlichen Ziele versteht,
von diesen Zielen abhängig. Und es stünde dann auch unter dem Vorbehalt der das Ziel erreichenden oder verfehlenden Kraft des handelnden Subjekts. Dass nun für die Seele nicht dieser geschichtliche Prozess, sondern das Wort Gottes als maßgeblicher Bezugspunkt genannt wird, bedeutet auf alle Fälle eine Wendung heraus aus diesem Beziehungsgeflecht, das wir vorhin erörtert haben. Es ist dann mit dem Wort Gottes um eine andere Bestimmungsdimension humanen Daseins zu tun. Folgt man, und damit kommen wir zur positiven Seite von Luthers Satz, folgt man zunächst dem metaphorischen Potenzial des Ausdrucks Wort Gottes, dann ist damit eine uns vernehmbare Bestimmung gemeint, die eine unbedingte Herkunft besitzt. Also Wort ist das, was wir vernehmen können, Wort Gottes ist das, was uns unbedingt bestimmt. Dabei steht der Ausdruck Wort für den Sachverhalt, dass wir unser Selbstsein, also unser Empfinden und unser Handeln, nicht aufgrund physischer Beeinflussung uns bestimmen lassen, also nicht nach dem, was wir zu fühlen bekommen, sondern nach dem, was wir verstehen. Und hier geht es um ein Verstehen, das auf die Empfindung unserer selbst zielt und das in unserem Handeln zur Darstellung gelangt. So viel kann man schon einmal aus der Reflexion auf den metaphorischen Sinn des Ausdrucks Wort Gottes entnehmen. Doch damit haben wir die Frage ja noch nicht beantwortet, wie sich diese Bestimmung realiter und in concreto vollzieht. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, müssen wir unsere Überlegungen noch ein bisschen genauer fassen. Es lässt sich an dem Überlegungsgang, den wir bisher angestellt haben, erkennen, dass es so etwas wie eine natürliche oder, sagen wir, naiv unvermeidliche Weise gibt, sich zu sich selbst zu verhalten, nämlich immer schon von unserer Verflochtenheit mit der Welt auszugehen, in der wir leben. Damit ist verbunden, dass wir uns mit unserem Empfinden, also in allen Spielarten innerer Wahrnehmung, stets im Handlungszusammenhang der Selbsterhaltung bewegen. Allerdings nun auch mit den Folgen, derer wir gewahr wurden, also der innerweltlichen Unvollendbarkeit unseres Anliegens, das Leben zu vollziehen und zu erhalten. In der Regel bilden wir angesichts dieser Lage Kompromisse aus. Kompromisse, die wir kennen. Wir verzichten auf die Strenge des Selbstanspruchs. Wir deuten, also wir ermäßigen unsere Ziele. Wir suchen eine religiöse Kompensation. Alles in dem Interesse, dass der geschichtliche Prozess, in dem wir stehen, sich einigermaßen fortsetzen lässt. Und auch die religiöse Strategie, von der vorhin die Rede war, folgt diesem Muster. Es macht nun die genaue Gestalt des Wortes Gottes aus, dass eben diese Existenzverfassung mit aller Konsequenz zum Thema gemacht wird. Neigen wir selbst dazu, Kompromisse zu bilden, in der Strenge nachzulassen oder aber zu verzweifeln angesichts des immer wieder eintretenden Scheiterns, so spricht das Wort Gottes mit unbedingter Klarheit das aus, was wir insgeheim wissen, aber nicht wahrhaben wollen, dass man so nicht erfolgreich leben kann und auch nicht leben soll. Erst wenn das klar ist, wenn also mit diesem Modell des humanen Lebens, so mächtig es ist, definitiv abgerechnet wurde, kann die positive Bestimmung eintreten, dass nämlich der wahre Grund des Lebens erkannt wird, der sich nicht über die Empfindung und das Handeln in der Welt erschließt, sondern allein aus Gott. Gegen den Selbstbezug, der sozusagen immer schon mit welthaftem Empfinden und Handeln beschäftigt ist, wird der Gottesbezug des Selbst aufgedeckt, also die Dimension, aus der das gesamte Leben herkommt und von der es aus und in die Welt hineingeht. Diese Beziehung nun findet ihrerseits eine Resonanz in unserem Inneren, nämlich im Phänomen bedingungslosen Vertrauens, das alles Leben und Tun trägt und begleitet. Dazu ein etwas längeres Luther-Zitat aus dem 6. Abschnitt der Freiheitsschrift. Fragst du aber, sagt Luther,
Was ist denn das Wort Gottes, das eine so große Gnade gibt? Und wie soll ich es gebrauchen? Dann lautet die Antwort: Es ist nichts anderes als die Predigt von Christus, die so geschehen ist, wie sie das Evangelium enthält. Die soll so beschaffen sein, und sie geschieht auch so, dass du deinen Gott zu dir reden hörst, wie sehr all dein Leben und alle deine Taten nichts vor Gott gelten, sondern du mit allem, was in dir ist, in Ewigkeit zugrunde gehen musst. Wenn du das recht glaubst, wozu du verpflichtet bist, dann wirst du an dir selbst verzweifeln. Und du wirst bekennen, dass das Wort des Propheten Hosea wahr ist: O Israel, in dir ist nichts als dein Verderben, allein in mir aber besteht deine Hilfe. Damit du aus dir und von dir, das heißt aus deinem Verderben, herauskommen kannst, stellt er dir seinen lieben Sohn Jesus Christus vor dich hin und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, du sollst dich ihm mit festem Glauben überlassen und frisch auf ihn vertrauen. Es ist also nichts anderes als die christliche Verkündigung des Evangeliums, wie es alle Tage, zumindest alle Sonntage, gepredigt wird. Und so ist es zu verstehen, als absolute Begründung menschlichen Selbstseins von Gott her, nicht als übernatürliche Kompensation menschlicher Schwäche. Es wächst dem Menschen von Gottes Wort her sein ganzes Dasein zu. Das Wort Gottes befähigt zur Selbstkritik hinsichtlich des Sich-Auslieferns an die Welt. Und es begründet weltliches Handeln, das sich hinsichtlich seines eigenen Selbstseins nicht mehr von den Handlungserfolgen oder vom Scheitern der Handlungen abhängig macht. Es hat seinen für die Empfindung spürbaren Grund im unbedingten Vertrauen. Das heißt im Glauben. Und der Glaube ist dieser Grund der Freiheit, die darum als christliche Freiheit zu bezeichnen ist. Die christliche Freiheit in Luthers Verständnis stellt sich als die Befreiung dar, welche sich durch die Umstellung der Selbstdeutung ereignet. Die selbstbezogene Selbstdeutung wird zur Antwort auf Gottes Wort. Damit freilich verbindet sich eine unbedingte Gewissheit, welche von nun an den Maßstab für die Einheit von Wahrheit und Freiheit darstellt. Es versteht sich, dass der Glaube, von dem hier die Rede ist, nur im individuellen Leben eines jeden Menschen seinen Ort findet. Das Wort Gottes, so sehr es alle anspricht, betrifft auch immer nur jeden als Einzelnen. Aus diesem Zusammenhang zwischen der Verkündigung, die allgemein laut wird und sich an alle richtet, einerseits, und dem individuell angeeigneten Glauben, ergibt sich die geschichtliche Wirkung, man könnte fast sagen, die explosive Kraft der Reformation. Die Reformation ist zunächst und vor allem eine Umstellung im Selbstverständnis der Menschen. Freilich ist sie als solche gerade geschichtlich wirksam. Und das keineswegs nur im Sinne mentaler Veränderungen, sondern mit erheblichen Auswirkungen auf die soziale und politische Geschichte. Diesem Aspekt widmen wir uns jetzt im zweiten, etwas kürzeren Teil dieser Überlegungen. Wie sich die geschichtlichen Folgen der Reformation in der Moderne darstellen und wie sich eine reformatorische Frömmigkeit in ihr artikuliert. Den Ausgangspunkt dieses Abschnitts bildet die Einsicht, dass mit der Reformation ein Verständnis humanen Daseins in die Welt gekommen ist, das, weil es von Gottes Wort ausgeht, eine universale Reichweite besitzt,
aber nur im individuellen Glauben zu seiner eigentlichen Wirklichkeit gelangt. Diese Individualität der Überzeugung ist mit dem Terminus Gewissheit gemeint. Als solche kann sie weder erzwungen noch gefordert werden. Sie ergibt sich vielmehr als Resonanz aus dem Hören und Verstehen des Wortes Gottes. Es geht einem sozusagen ein Licht auf über sich selbst. Diese Konstellation besitzt eine erste Konsequenz auf der Ebene der Religion selbst. Denn mit diesem Grundgedanken zieht eine bewusste Pluralisierung des Christentums in die Geschichte ein. Glaube ist fortan nicht mehr Resultat kirchlicher Lehre. Glaube ist nicht eine Zustimmung zu irgendwelchen transzendenten, unser Weltverstehen überschreitenden Sachverhalten, sondern Glaube ist eine Überzeugung des Herzens im Verhältnis zu Gott. Damit wird ein Bruch im Gedanken der Tradition vollzogen, sofern diese auf die Eingliederung der einzelnen Menschen in die Gesamtheit einer religiösen Weltanschauung aus ist. Man kann angesichts der reformatorischen Entdeckung die Frage stellen, ob es eine solche Form der Tradition, die die Menschen immer nur vereinnahmt, im Christentum jemals gegeben hat. Ich glaube, beinahe nicht. Dann wäre auch in der Reformation gar nichts Neues ins Licht gelangt, wenn es sich so verhält, sondern es wäre ein Aspekt hervorgehoben, der dem Christentum schon immer zugehört, ohne dass er bisher in einer solchen Radikalität in den Mittelpunkt gestellt worden wäre. Allerdings hat die reformatorische Einsicht von der Allgemeinheit der Verkündigung und der Individualität des Glaubens auch zur Folge, dass es nicht mehr eine einheitliche Korrespondenz zwischen einer Kirche und dem wahren Glauben gibt, sondern es gibt wahren Glauben und wahres Christentum nur in einer Mehrheit von Kirchen, die sich abgesehen von möglichen kulturellen Differenzen dadurch unterscheiden, dass sie auf die Geburt des Glaubens aus dem Wort Gottes mit unterschiedlicher Deutlichkeit verweisen. Das ist ja in der Tat das Resultat der religiös unterlegten Auseinandersetzungen, also der sogenannten Religionskriege im 17. Jahrhundert gewesen, dass es zu einer am Ende vom Recht erzwungenen Koexistenz von verschiedenen Kirchen auf demselben Territorium kommen konnte. Es ist daher falsch, die Reformation als Kirchenspaltung aufzufassen. Nach der Reformation stehen vielmehr alle Kirchen des Christentums in der Spannung zwischen ihrer auf Gemeinschaft und Zugehörigkeit tendierenden Lehre und dem individuell gelebten Glauben. Nach der Reformation wird es immer klarer, dass sich die eine Kirche Jesu Christi nur in der Gestalt verschiedener Kirchen darstellen kann. De facto ist das eine Durchsetzung des protestantischen Gedankens von der Reinheit und Unmittelbarkeit des Gottesverhältnisses. Allen Konfessionskirchen und auch die römisch-katholische Kirche ist nach der Reformation zu einer Konfessionskirche geworden. Allen Konfessionskirchen kann man jetzt nur noch aus innerer Überzeugung angehören. Der Verweis auf die eigene Herkunft reicht nicht mehr aus. So viel zu den Folgen für die Reformation, der Reformation für den Bereich der Religion. Aber die geschichtlichen Folgen gehen über diese religiöse Ebene hinaus, obwohl die auch schon nicht ganz unbedeutend ist. Denn gerade die Notwendigkeit einer politischen und rechtlichen Anerkennung verschiedener Kirchen im selben Land beförderte die Option einer Unabhängigkeit eigener Gewissensbildung von autoritativen Vorgaben überhaupt. Was für die Religion intern gilt, nämlich die Freiheit gegenüber kirchlicher Lehre aus der Kraft des durch Gottes Wort befreiten Gewissens, das konnte nun auch für die Sphäre der Religion überhaupt in Anspruch genommen werden. Es wurde möglich, die Freiheit des Subjekts nicht religiös zu begründen. Und zwar verbunden mit dem Pathos individueller Unbedingtheit. Damit wurden grundsätzlich die Maßgaben der Tradition bestreitbar.
Die Reformation führte durchaus gegen ihre eigene politische Theorie das revolutionäre Prinzip in die Geschichte ein, nämlich sich im Modus eines unbedingten Anspruchs aus den Herkunftslinien der Gegenwart zu befreien und eine andere, selbstgestaltete, neue Zukunft zu beginnen. Wie man es sich am Musterbeispiel der Französischen Revolution klarmachen kann, sehen sich solche Aufbruchsimpulse sogleich mit zwei schwerwiegenden Problemen belastet. Einmal mit dem Umstand umgehen zu müssen, aus dem Anfang eine neue Kontinuität hervorgehen zu lassen. Einer revolutionären Spontaneität auf Dauer kann man nicht rechnen, sie wäre auch kaum wünschenswert. Sodann mit der Herausforderung, dem eigenen Aufbruch nun doch eine nun eben alternative Herkunft vorausdenken zu müssen. Die starke revolutionäre Spontaneität bedarf selber einer symbolischen Deutung. Gerade im Fall der Französischen Revolution kann man sehen, dass beide Aspekte zusammengehören. In ihrer politischen Verzweckung wurde der von der Französischen Revolution propagierte Kult der Vernunft selbst zu einer bürgerlich-partikularen Religion und damit zu einer Ideologie. Was hier an diesem Beispiel zu beobachten ist, gilt auch für andere geschichtliche Aufbrüche im Namen der Unbedingtheit der Freiheit. Sie müssen sich selbst mit Deutungen versehen, die alsbald auf den Zweck politischer und sozialer Gestaltung zuführen. Sofern die Deutungshorizonte selbst schon in der Absicht in Anspruch genommen werden, die historische Zäsur zu setzen, bleiben sie, trotz der in Anspruch genommenen Unbedingtheit, auf der Ebene, sich von, wie wir vorhin sagten, Dingen der Welt abhängig zu machen. Sie nehmen also den religiösen Anspruch auf, wie er von der Reformation mit zu geschichtlicher Geltung gebracht wurde, lösen sich aber aus dem Konstitutionszusammenhang des Wortes Gottes heraus und verschieben diesen in einen anderen Horizont. Damit tritt aber nun genau das wieder ein, was doch im Namen der Unbedingtheit der Freiheit vermieden werden sollte. Eine neue Partikularisierung des Unbedingten oder die Unterstellung der Religion unter einen politischen Zweck. Diese Bewegung einer Ablösung von der religiösen Deutung der Freiheit und einer deutenden Neubesetzung ist eine geschichtliche Bewegung. Sie darf darum nicht einfach moralisch beurteilt und kann auch nicht verworfen werden. Eine solche Reaktion wäre auch geschichtlich völlig hilflos. Ihr starkes Motiv liegt in der Möglichkeit, Freiheit für sich selbst unbedingt zu beanspruchen. Nun hat es sich in der europäischen Moderne erwiesen, dass alle Versuche, sich dieser Unmittelbarkeit der Freiheit auf eine partikulare Weise zu versichern, nicht nur in gedankliche Widersprüche, sondern auch in massive politische und soziale Konflikte führen. Es ist daher von höchster Wichtigkeit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dem modernen Freiheitsanspruch eine Symbolisierung zu verleihen, die sich von partikularen Beanspruchungen und Festlegungen unterscheidet. Ich spreche von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1948. Hier werden die Konsequenzen aus der grundbegrifflichen Vorrangstellung der Freiheit gezogen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So beginnt der Artikel 1. Und diese Voraussetzung begründet, wie es dann weiter heißt, das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person mit allen Folgerungen, die sich daraus ergeben. Hier tritt die allgemeine Öffentlichkeit der Vereinten Nationen als Garant der Menschenrechte auf und die Geburt als das ins Leben treten eines jeden Menschen dient als symbolischer Anhalt für die unbedingte Geltung der Menschenrechte. Nun ist es leicht zu sehen, dass mit der UNO einerseits und dem individuellen Leben andererseits Platzhalter für die Menschenrechte genannt sind, die in ihrer Unableitbarkeit an die Stelle religiöser Begründungen der Unbedingtheit der Freiheit treten. Allerdings, genau in dieser Platzhalterfunktion liegt dann auch die Grundschwierigkeit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist der Zwiespalt zwischen Verpflichtung und Verwirklichung. Denn es schieben sich regelmäßig zwischen beide Instanzen ein, die die Verknüpfung der allgemeinen Menschenrechte mit ihrer individuellen Realisierung unterbrechen. Die universale Verkündung der Menschenrechte
sichert nicht aus sich selbst die tatsächliche Verwendung in jedem einzelnen Fall. Stattdessen erleben wir in unserer Gegenwart, wie sich Figurationen aufbauen, die mit religiösem Anspruch unbedingte Gewissheit anbieten und einfordern, diese aber an die Zustimmung zu ihren Lehren und die Zugehörigkeit zu ihren Sozialformen verlangen. Die Phänomene des Fundamentalismus und des sektiererischen Extremismus sind Folgegestalten dieses unbedingten Gewissheitsanspruchs. Sie sind freilich nur zu verstehen, wenn man sie als zweite, späte Reaktion auf die unbedingten Freiheitspotenziale der Reformation und der von ihr beeinflussten Moderne versteht. Stellte sich nämlich die erste Reaktion als die Neutralisierung der religiösen Begründungsansprüche für Freiheit dar, so findet sich nun eine religiöse Neubesetzung dieser Begründungsstrukturen vor. Sie sehen, geschichtliche Folgen sind keineswegs immer eindeutig und sie bleiben vielmehr immer umstritten, so wenig man sie in ihrer Faktizität leugnen kann. Diese Diagnose aber sowohl fordert eine Stellungnahme, insbesondere seitens der religiösen Bewegung, die einmal für die Genese der aktuellen Situation mitursächlich war, und dann auch der kulturell und politisch verantwortlichen Gestaltungsmächte der Gegenwart. Also, was sagen wir jetzt von Seiten der Theologie, der Kirche und von Seiten unseres demokratischen Staates zu dieser Entwicklung, die mit der Isolierung, dem Heraufkommen, der Neubesetzung dieses unbedingten Freiheitsanspruchs verbunden sind. Es kann dabei nicht darum gehen, die Geschichte zurückdrehen zu wollen oder sie von ihrer Vergangenheit befreien zu wollen. Vielmehr muss man unterstellen, dass sich die Lage der Freiheitsansprüche befestigt hat, ohne dass man eine Verallgemeinerung und eine friedliche Verknüpfung erreicht hätte. Daher sind immer nur Interventionen in den Lauf der Geschichte möglich. Mehr geht nicht, aber weniger darf es auch nicht sein. Die Aufgabe, die sich stellt, lässt sich schematisch ganz einfach fassen. Die in der Reformation vorgegebene Offenheit zwischen der Allgemeinheit der Verkündigung und der Individualität des Glaubens muss erhalten bleiben. Gleichzeitig soll deutlich bleiben, es braucht diese beiden Punkte. Es kann nicht eine beliebige Individualität geben und es kann keine herrschende Lehre geben. Das heißt nun für die christlichen Religionen Folgendes. Sie ist dazu gerufen, nicht nur einfach gesellschaftspolitisch tätig zu sein, sondern tatsächlich die reine Individualität des Glaubens an ihren Ursprung in der Verkündigung des Wortes Gottes zurückzubinden und dann auf die Allgemeinheit der menschlichen Weltverantwortung hin auszurichten, von der Glaubensgewissheit zum Weltbewusstsein. Jeder Christenmensch ist im Verhältnis zu Gott ein Einzelner und frei. Das gilt eben nicht nur für jeden Christenmenschen, sondern, weil Gottes Wort an alle Menschen gerichtet ist, für jeden Menschen in der Welt. Es gibt immer nur besondere, partikulare Bedingungen, unter der der Glaube entsteht, aber es gibt kein partikulares Christentum. Was aus der religiösen Freiheitsbegründung stammt, ist allen Menschen zugesagt. Es soll allen offen stehen, unabhängig davon, ob sie sich selber christlich oder religiös verstehen. Es verbindet alle miteinander, vorwillentlich und außermoralisch. Und es verpflichtet zu einem aufs Allgemeine, das Gemeinwohl ausgerichteten Handeln in der Welt. Zweite Reaktionsform, Staat und Gesellschaft. Staat und Gesellschaft, die sich an den Menschenrechten orientieren, sind aufgerufen, sich als Repräsentanten des Allgemeinen, des Gemeinwohls zu verstehen und zu verhalten. Und dabei zu wissen, dass sich diese Ausrichtung aufs Allgemeine nur verwirklichen lässt, wenn sich dafür individuelle Zustimmung finden lässt. Darum wird sich eine säkulare Gesellschaft, die sich bewusst und mit guten Gründen von der Privilegierung einer besonderen religiösen Herkunft verabschiedet hat, interessiert finden an Institutionen, die sich um den religiösen Grund der Freiheit in gleichem Maße bemühen wie um die Allgemeinheit ihrer Darstellung und Verwirklichung. Das bedeutet eine willentliche, sozusagen laizistische Selbstbeschränkung, die von den Gestaltungen der Religion in der Gesellschaft meint, absehen zu können,
kann gar nicht im Interesse einer liberalen Gesellschaft und eines demokratischen Staates liegen. Gerade dann, wenn man unserer Analyse zufolge damit rechnen muss, dass sich das starke moderne Freiheitsbewusstsein von seinen religiösen Ursprüngen abgelöst hat und nicht wieder in gesellschaftliche Allgemeinheit zurückzubringen ist, stehen Kirche, Kirchen und Gesellschaft vor der Aufgabe, das Bewusstsein von der unbedingten Individualität der Freiheit wachzuhalten. Und das dürfte in unserer Tradition, in der Tradition unserer Geschichte, auch von Bedeutung sein, wenn es darum geht, unsere Zukunft zu gestalten. Vielen Dank.